In der Zwischenzeit habe ich jetzt am Computer die Entwürfe für Frontpanel und die Rückblende gemacht. Dazu nutze ich die Open Source Software Inkscape. Mit der kann man das wirklich klasse machen. Sehr genau auf die Bruchteil von Millimeter die entsprechenden Objekte platzieren. Und dann gibt es ein gutes Design hier. Was ich gemacht habe, ist hier diese roten Elemente. Das werden später eben die Aussparungen. Da kommt die XLR-Buchse für den Eingang rein. Hier die entsprechenden Potis. Hier die Schalter und LEDs. Das wird später sozusagen ausgeschnitten und die schwarzen bleiben dann auf einem weißen Panel. Das mit der Farbgebung, da denke ich noch drüber nach, ob ich das so lasse, aber das ist momentan jetzt der Stand des Ganzen. Wichtig ist vor allem jetzt die Positionen der einzelnen Elemente, weil das will ich jetzt auch wieder auf mein Gehäuse übertragen, sodass es dann hinterher Gehäuse und Frontpanel bleibt, dass dann hinterher Frontpanel und Gehäuse zusammenpassen. Deswegen werde ich da jetzt auch dann an den Platzierungen keine Änderungen mehr machen, vornehmen. Aber jetzt geht es erstmal darum, diese beiden Elemente, also die Frontplatte, Rückplatte, auf das Gehäuse zu übertragen. Überall die Punkte, wo ich bohren muss, das mache ich auch genauso, wie ich das auch schon bei dem Turretboard gemacht habe. Ich befestige hier diesen Ausdruck auf dem Gehäuse, benutze dann den automatischen Körner, um jeweils die Mittelpunkte zu markieren. Hier den Mittelpunkt von dem muss ich noch entsprechend rausfinden, damit ich da an der richtigen Stelle bohre. Ein bisschen eine Herausforderung wird natürlich der Stromanschluss, die Buchse. Wo haben wir die Buchsen? Die wollte ich euch auch gerade noch zeigen. Diese Buchsen sind äußerst praktisch, vor allem wenn man die Version nimmt, die Schraubenlöcher hat und festgeschraubt wird. Weil durch den relativ breiten Kragen ist es natürlich auch so, dass man, wenn man nicht ganz genau das ausschneidet, dass man das nicht sieht an der Stelle. Sie sitzen sehr stabil. Es gibt ja auch die Version, die man nur reinklemmt, die dann entsprechende Federn von hinten hat. Finde ich persönlich nicht so gut. Ich mag lieber die ich geschraubten. Und das wird sicherlich der anstrengendste Teil, das ordentlich reinzubringen. Ich habe keine Stanze, die das macht. Ich muss das also ausschneiden. Aber das kriegen wir hin. Wie gesagt, durch das entsprechende breite Design sollte man das auch nicht sehen, wenn das mal an der einen oder anderen Stelle nicht ganz elegant ausschaut. Wichtig ist nur, dass man hier genug Platz hat, dass die Schrauben ordentlich halten und ich da kein Problem habe, weil es hält ja nur in Anführungszeichen durch die beiden Schrauben, keinen Klemmmechanismus. Gut, das ist also jetzt der nächste Arbeitsschritt, das Design auf das Gehäuse zu übertragen und die entsprechenden Ausschnitte zu machen und Bohrungen. Diesmal habe ich es mir ganz leicht gemacht. Ich habe einfach Sprühkleber auf die Oberfläche drauf, weil ich ja noch hier diese Schutzfolie entsprechend vorne dran habe auf der Frontseite. Da habe ich jetzt einfach Sprühkleber drauf. Ich habe das Papier dann entsprechend aufgeklebt. Das hält jetzt super fest. Und ich kann später einfach mit der Folie dann komplett abziehen, ohne dass da irgendwelche Rückstände bleiben. Und jetzt kann ich hier ganz bequem entsprechend wieder die Mittelpunkte markieren, sodass ich danach weiß, wo ich bohren muss. Beim Aufkleben muss man natürlich sehr genau sein, weil die Frontplatte richtet sich ja dann am Ende nach den Löchern. Und wenn ich die
an der falschen Stelle mache, dann ist die Platte auch an der falschen Stelle. Logischerweise. Der XLR-Stecker wird natürlich auch noch eine kleine Herausforderung. Nicht nur, dass er ein bisschen mehr als 21 mm hat und ich definitiv keinen 21 mm Bohrer habe, aber ich werde das wahrscheinlich auch wieder mit einem 20 mm Forstner Bit machen. So, jetzt seht ihr das auch. Mit einem 20 mm Forstner Bit machen und dann hier entsprechend mit so einem Stufenbohrer aufbohren. Nichtsdestotrotz werde ich noch nacharbeiten müssen, denn man sieht es hier oben, der hat noch so eine Kante, die das übel raussteht. Die muss ich dann natürlich mit der Feile entsprechend rausfallen, sodass ich ihn dann gut hier einfassen kann. Aber das ist alles machbar. Jetzt haben wir noch die Rückseite. Ups. Schwierig an dem in der Kamera vorbei das zu machen. Um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen, habe ich jetzt erstmal mit einem 25er Forstner Bohrer möglichst viel Material hier weggenommen. Ich habe auch schon die beiden Befestigungslöcher gebohrt und zwei Löcher hier unten, weil die IEC-Buchse hier unten entsprechend einen Kurvenradius von 2 mm laut Datenblatt hat. Habe hier also ein Viererloch gebohrt, das passt also genau. Und jetzt muss ich mit Feile und Säge einfach noch den Rest entsprechend abtragen vom Material, sodass die Buchse dann gut reinpasst. So, die Bohrungen und Aussparungen sind gemacht. Gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, aber ich glaube, es schaut gut aus. Das Papier hier jetzt als Vorlage kommt dann natürlich weg, aber ich wollte ausprobieren, ob alle Elemente wirklich auch ordentlich reinpassen und vom Platz her auch ausreichend zu bedienen sind. Das passt also, das kann ich so lassen. Das ist in Ordnung. Alles sauber drin. Jetzt habe ich mir bei dem Design der Frontplatte natürlich einen Fauxpas geleistet. Es schaut soweit alles wunderbar aus, aber ich habe es genau verkehrt rum entwickelt. Denn ich habe hier meinen Eingangsbereich, da sind die Eingangs- und das die Röhren, Eingangsstufe ist hier. Und hier habe ich meinen Leistungsbereich. Dann kommt die Hochspannung hier rein. Die Filterkondensatoren. Also sitzt genau hier mein XLR-Buchse für den Eingang. Und auf der anderen Seite sind die, ist der Einschalter und die Lampe. Also genau verkehrt rum gemacht. Ich weiß auch warum. Weil ich eben nicht über Kopf gedacht habe. Und es deswegen erstmal verkehrt rum gemacht hat. Was ich jetzt also machen muss, ist letztendlich diese vier Elemente hier rausnehmen, die beiden Volume Presents lasse ich da, die passen. Und die Eingangsbuchse und das genau vertauschen. Ich muss also neue Löcher machen. Ich muss die alten entsprechend abdecken. Mit der Blende vorne drauf sieht man es dann nicht. Da das jetzt hier auch alles ein Prototyp ist, ist es alles kein Problem. Man lernt daraus. Aber das war natürlich ein Denkfehler. Den muss ich jetzt beheben, weil so kann ich das nicht lassen. Der Netzschalter ist viel zu nah an der Eingangsbereich. Außerdem kommt ja die Leitungen vom Netztrafo kommen ja von hier. Also müsste ich sie durchs ganze Gehäuse legen. Den Denkfehler muss ich korrigieren und beheben. Die XLR-Buchse kommt auf die andere Seite. Aber das kriege ich hin. Ich denke, ansonsten passt. Was ich auch in dem Zug machen werde, ist hier den Lautsprecher, die Buchse auch hier weiter nach links verlegen, wo dann die beiden Bias-Potis sind, da habe ich mehr Platz. Dann ist es hier auch nicht so eng direkt über dem Sockel.
Dafür ist ein Prototyp da, dass man solche Erfahrungen macht. Generell muss man sagen, je größer das Gehäuse, desto einfacher ist solche Sachen wahrscheinlich auch. Ist doch schon relativ eng, wenn ich jetzt hier in das Gehäuse reinschaue. Aber noch machbar, ist okay. Aber umso mehr muss ich natürlich darauf achten, dass ich die Elemente dorthin packe, wo sie hingehören, gerade die Eingangsbuchse und den Leistungsschalter, dass die nicht genau an der falschen Stelle sind. Wie gesagt, Denkfehler, den muss ich jetzt korrigieren. Also nochmal einen Schritt zurück an der Stelle und eine neue Frontplatte machen. So, nun ist die neue Frontplatte gebohrt und die Rückseite alles an der richtigen Stelle diesmal. Und zwar hier auf der rechten Seite eben der Netzschalter, der ganze Netztrafo, Netzeingang mit Sicherung und auch entsprechend die Powerlampe. Und auf der anderen Seite dann eben der Eingang mit dem XLR-Buchse, schön weit voneinander getrennt. So passt es halt, wenn man das über Kopf machen muss, habe ich einfach vergessen. Aber nun ist es so, wie es sein soll. Ich habe die beiden Transformatoren schon eingebaut. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann. Das ist hier mit selbstsichernden Muttern, damit da auch bei Vibrationen das alles so bleibt, wie es ist. Ich habe auch Unterlegscheiben untergelegt, weil das ist halt nur ein Aluminiumgehäuse und die Transformatoren sind schon ziemlich schwer, dass sich da nicht so viel verbiegt und sich das Gewicht einfach ein bisschen besser verteilt. Das ist hier der Power-Transformator und hier ist der Output-Transformator. Die sind beide auch in der Achse gedreht, dass die Bromeinstrahlung hier möglichst gering ist. Darauf muss man auch ein bisschen achten an der Stelle. Platine und Röhrensockel habe ich jetzt noch nicht drin. Ich kann jetzt schon mal anfangen, die ersten Verdrahtungen zu machen, den Netzschalter und die Beleuchtung auch, die Buchse die EC-Buchse fürs Netz kann ich noch nicht anschließen, weil die wird von außen montiert. Da muss ich also warten, bis dann wirklich das Faceplate für die Rückseite da ist. Das gebe ich in Auftrag, damit ich dann ein schönes Acryl-Faceplate bekomme. Das kann ich dann erst montieren, aber die anderen Sachen wie die Potentiometer, die Stromversorgung, all diese Dinge kann ich schon machen. Nur die Sachen, die eben von außen montiert werden, die kommen erst am Schluss dann dran. Ich habe es jetzt nur mal eingebaut, um zu sehen, wie ich vom Platz her hinkomme. Es wird alles recht eng. Das war aber von vornherein klar. Es ist nicht das größte Gehäuse, aber das sollte auch zur Box passen und kein riesen Top-Teil werden. Von daher passt das so. Und da muss man halt jetzt ein bisschen entsprechend drin arbeiten, aber das kriegen wir in die Kabel, werde ich auch deutlich kürzen, die bleiben nicht so lange. Das macht gar keinen Sinn, dass die so lang bleiben, die werden auf die richtige Länge dann gekürzt, so wie ich es brauche. Nicht länger als unbedingt nötig, sonst liegt da nur zu viel Kabelkram rum. Also es geht vorwärts, wenn auch nur langsam, aber immerhin. Jetzt hoffe ich mal, dass ich in der nächsten Zeit nicht so viel Fehler mache. Dann geht es ein bisschen schneller und man muss nicht alles doppelt machen. Nun habe ich also das Turretboard hier in das Gehäuse eingebaut. Ja, als nächstes steht jetzt an, die ganzen Röhrensockel eben zu verdrahten. Die Heizspannung, all diese Dinge. Die Potis für Volume und Präsenz habe ich auch schon vorbereitet. Die können dann entsprechend auch eingebaut werden und dann am Ende verdrahtet werden. Die kommen dann als letztes, weil natürlich dann die Kabel hier quer über das Board drüber gehen. Deswegen jetzt erst die Sachen verkabeln, die im Gehäuse fest sind, also die ganzen Röhrensockel vor allem. Und danach die Elemente, die dann halt oben drauf sind, wie Eingangsbuchse, Potis und all diese Dinge. Nachdem jetzt die Faceplates gekommen sind, konnte ich jetzt alles soweit zusammenbauen. Die Platine ist drin, das Turretboard. Was jetzt noch gemacht werden muss, sind zum Beispiel die ganzen
Anschlusselemente hier, die Potis müssen noch angeschlossen werden, die Eingangsbuchse, der Masseverbindung zum Gehäuse muss gemacht werden und die Eingangsröhre. Dann habe ich hier noch die Standby-LED, die ich auch noch entsprechend verdrahten muss. Ja, so langsam nimmt das Ganze, macht das Ganze Fortschritte. Und freue mich schon drauf, wenn das dann mal soweit zusammengebaut ist. Nun kommt also der spannende Moment, den Verstärker in Betrieb zu nehmen. Was ich vorher schon natürlich gemacht habe, ist zu gucken, habe ich alle Bauteile eingelötet, alle Lötstellen sauber gemacht, fehlt irgendein Bauteil, irgendwo ein Verdrahtungsfehler, da bin ich nochmal durch die ganze Schaltung durchgegangen. Das sollte soweit passen. Was ich auch schon gemacht habe, ist die Leerlaufspannungen zu messen, einfach ohne die Röhren zu gucken, ist an den richtigen Pins die richtige Spannung, liegt die da an, bevor ich eben die Röhren reingesteckt habe, weil da kann einfach noch deutlich weniger schief gehen, als wenn ich schon die Röhren dran habe und dann dort irgendwo noch einen Fehler habe und der falsche Pin die falsche Spannung hat. Das passt soweit alles. Jetzt werde ich ihn also einschalten mit dem Ziel, die Bierspannung der Röhren einzustellen. Hier habe ich zwei getrennte Potentiometer dafür. Das ist ein fester Bias, der hier für die beiden Röhren ist. Ich habe die Pullis ganz an den Anschlag gedreht, sodass es also eine maximal hohe Biasspannung momentan ist. Da fließt also am Anfang noch gar kein Strom durch die Röhren, weil sie definitiv da noch in dem Bereich sind, wo sie so gut wie gar nicht leiten. Und bevor ich jetzt aber die Biasspannung einstelle, werde ich ihn erst mit dem Variac hier langsam hochfahren, um nochmal zu kontrollieren, auch auf dem Wattmeter, das ich angeschlossen habe, hier dran sehen, ob noch irgendwo ein Kurzschluss entsteht oder irgendwas noch nicht passt. Das würde ich sofort sehen, wenn das Wattmeter sprunghaft ansteigt, sobald ich hier ein bisschen Spannung drauf gebe. Und dann kann ich, wenn er warm ist, kann ich die Röhren entsprechend einstellen auf den Arbeitspunkt. Aber jetzt drehe ich hier mal so langsam die Spannung nach oben und habe dabei meinen Wattmeter im Blick. Da sind jetzt die ersten Watt werden angezeigt, also der Trafo selber verbraucht schon 6, 7 Watt. Jetzt bin ich bei 11 Watt, etwa bei gut 50 Volt Spannung. Bisher schaut das noch gut aus. Die Lampe vom Verstärker geht jetzt auch schon langsam an. Wir bleiben bei 15, 16 Watt. Wenn wir jetzt schon bei 120 Volt sind,
Und so drehe ich das jetzt weiter, aber es scheint kein Kurzschluss zu sein, denn das Wattmeter verhält sich hier vollkommen normal. Das passt, ich bin schon bei 180 Volt und etwa 30 Watt. Das ist im Rahmen, wo es sein soll. So, jetzt nähern wir uns langsam der 130 Volt. Gut, 230 Volt, 36 Watt momentan. Man sieht hier auch noch kein Strom durch die Röhren. Wie messe ich das? Ich habe an der Kathode 10 Ohm Widerstände. Da habe ich 1%ige Metallfilmwiderstände, die ich da eingesetzt habe. Und die benutze ich als Messwiderstände. Da greife ich die Spannung entsprechend ab. Und wenn ich 10 Ohm Widerstand, denn da habe, kann ich über das Ohmsche Gesetz natürlich ganz leicht den Strom ausrechnen. Der Strom ist ja die Spannung durch den Widerstand. Und das heißt, durch 10 ist natürlich leicht zu teilen. Was ich haben möchte, ist einen Strom von etwa 60 mA durch jede Röhre im Ruhezustand. Und das heißt, ich muss hier 0,6 Volt einstellen. Dann habe ich genau den passenden Strom. Gut, das mache ich jetzt mal. Ich werde mich da schrittweise an den Röhren hocharbeiten und nicht eine gleich voll einstellen und die andere gar nicht, sondern ich mache das dann, jetzt schaue ich erstmal, bis sich hier was tut. Momentan, da jetzt zuckt es langsam. Genau, jetzt haben wir die ersten. Jetzt haben wir 10, 12 Millivolt. Das entspricht also jetzt einem Strom von etwa 1,8 mA. Muss ich ja nur durch 10 teilen, die Spannung. Nehmen wir mal den. Jetzt sind wir schon bei 22 mA. Jetzt auch die andere Röhre entsprechend in den Bereich bringen. Sieht man, läuft auch hoch. Es glüht nichts, es raucht nichts. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil immerhin haben wir jetzt schon 20 mA, die wir hier durch die Röhren schicken. Das ist also schon so beim Drittel des Arbeitspunkts, jetzt bei der einen Röhre schon bei der Hälfte. Und so mache ich das jetzt so schrittweise weiter, bis ich mich dann hier den 60 mA, also 0,6 Volt, nähere. Da sind wir jetzt schon. Man merkt auch, wenn man den einen Bias verändert und mehr Strom zieht, geht der andere etwas runter. Das ist aber logisch, weil durch den höheren Strom, der durch das Netzteil und die Röhren fließt, fällt ja auch an den Widerständen vorne mehr Spannung ab. Dadurch verändert sich natürlich der Arbeitspunkt auch ganz leicht. Aber das schaut doch jetzt schon sehr gut aus. Bisschen genauer geht es noch. Das ist natürlich bei diesen Potis nicht so einfach möglich. Da bräuchte ich dann Potis mit mehreren Gängen. Um das feinfühliger einstellen zu können. Aber das ist auch jetzt gar nicht notwendig. Gut, jetzt bin ich bei 60 mA bei jeder Röhre.
macht jetzt sicherlich noch Sinn, den Verstärker noch ein bisschen anzulassen, damit er auch wirklich vollkommen aufgeheizt ist und in einem stabilen Arbeitspunkt ist und sich nichts mehr verändert. Da muss ich jetzt einfach ein bisschen warten, dann sehe ich auch gleich, ob im Verstärker alles okay ist. Gut, der BIOS ist jetzt soweit eingestellt. Ich habe jetzt auch schon einen Lautsprecher angeschlossen und möchte auch mal einen ersten Test fahren, um zu gucken, wie denn der Verstärker jetzt so klingt. Ja, jetzt ist er fertig, der Röhrenverstärker für einen Modeling Amp. Ein klasse Projekt, mir hat es super viel Spaß gemacht und ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Es macht mir riesigen Spaß, damit zu spielen. Liegt natürlich auch daran, dass der im Zusammenhang mit dem Helix eben wahnsinnig viel Flexibilität bietet. Ich kann auf Knopfdruck die Verstärkersimulation wechseln, mehr Fender-artig, mehr Marshall-artig, ist da alles drin. Und ich muss den Amp nicht wechseln, ich brauche keine aufwendige Verkabelung. Ein Kabel rein in den Verstärker und ich kann meine ganzen Presets benutzen. Macht also irre Spaß und ist extrem flexibel. Der Amp ist dadurch natürlich aber auch ein bisschen anders als andere Gitarrenverstärker. Das sieht man schon allein an den Bedienpanels. Ich habe einen Ausschalter und Mute-Schalter, kein Standby, braucht einen Röhrenverstärker nicht. Volume-Regler und Presence-Regler. Den Presence-Regler habe ich auch nur reingebaut, damit ich noch die Möglichkeit habe, zum Beispiel in den Proberaum oder so mehr Höhen reinzudrehen, die ich vielleicht zu Hause nicht so brauche, einfach um eine gewisse Kontrolle zu haben, ohne gleich an meinen Helix irgendwelche Presets oder globale Einstellungen ändern zu müssen. Aber ansonsten schaltungstechnisch eher ein Hi-Fi-Verstärker in dem Gewand eines Gitarrenverstärkers und natürlich auch mit der Robustheit eines Gitarrenverstärkers. Durch den symmetrischen Eingang in den Verstärker ist der auch super ruhig. Der Verstärker selber produziert keine Störgeräusche, kein Brummen, kein Rauschen, gar nichts. Das kann man natürlich auch durch den Aufbau beeinflussen, aber die symmetrische Ausgestaltung hilft natürlich auch, die Störgeräusche zu reduzieren. Also wie gesagt, das Projekt hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Ideen für die nächsten Projekte habe ich auch schon. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, einfach ein Abo dalassen, dann bekommt ihr das mit, was so als nächstes kommt. Es werden sicherlich wieder ausgefallene Sachen sein. Nicht so die normalen Gitarrenverstärker, sondern eher was Ungewöhnliches. Das reizt mich momentan einfach mehr. Wenn du jetzt aber zum Beispiel selber einen Gitarrenverstärker bauen willst und dir nicht sicher bist, wie das geht, wo du anfangen sollst, wie du das machen kannst, vielleicht nicht die Ausbildung dafür hast, denn letztendlich da drin sind gefährliche Spannungen, das ist nicht ganz ohne. Es kann euch umbringen, das muss man auch ganz klar so sagen. Und ihr solltet es auch besser lassen, wenn ihr da eben entsprechend keine Ausbildung oder Erfahrung dafür habt. Aber wenn ihr es trotzdem machen wollt, dann würde ich euch anbieten, in einem Workshop das gemeinsam zu tun. Ihr lernt dann eine ganze Menge, wie man solche Verstärker aufbaut. Auch eine ganze Menge dazu, wie man sie verändern kann, modifizieren kann, worauf es ankommt für einen guten Sound, aber natürlich auch ganz wichtig, wie man ihn baut, dass er betriebssicher ist und das auch bleibt an der Stelle. Wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch bei mir. Wir finden einen Weg, wie wir das gemeinsam machen. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, Abo dalassen. Wenn ihr Kommentare zu dem Projekt habt, freue ich mich natürlich, sie zu hören, wie ihr die Sache seht. Klar, Modeling Amp ist nicht jedermanns Sache. Gerade wenn man Röhrenpurist ist, dann ist das natürlich, geht das gar nicht. Ich finde es immer wieder eine praktische Sache. Ich werde natürlich trotzdem weiterhin Röhrenverstärker bauen
und auch Vollröhrenverstärker bauen, auch ohne den Modeling Amp. Aber ich finde es einfach eine sehr praktische Ergänzung. Aber schreibt mir eure Ideen dazu, eure Meinung dazu. Ich bin sehr daran interessiert, wie ihr das seht. Also bis zum nächsten Projekt. Tschüss.